Ich begrüße euch zu 10 Jahre Viva. Wir sind mittendrin in den Jahrescharts 1995. Wir kommen zu einem Titel, der mich an eine sehr lustige Geschichte erinnert. Ein sehr guter Freund von mir, der Tarik, hat aber eine ganz hübsche Frau kennengelernt. Wir waren alle neidisch auf ihn. Also ist er mit der hübschen Frau damals im Wartesaal gegangen. Im Wartesaal stand sie dann, war am Tanzen. Zufälligerweise war an dem Tag Jean-Claude Van Damme auch in dem Laden. Und Tarik mit der hübschen Frau, die hübsche Frau auf der Tanzfläche, ist im Bodyguard zu der hübschen Frau gegangen. Die hübsche Frau mitgenommen zu Jean-Claude Van Damme. Und dann stand der Tarik da. Und wir gucken ihn an und in dem Moment macht der DJ ein Lied an. Jetzt ist sie weg, weg. Und wir haben alle mitgesungen, haben alle auf den Track gezeigt. Eine lustige Geschichte, die ich erzählen wollte zu den Fantastischen Vier, die kommen jetzt mit Sie ist weg. Schicksal als Chance oder so ähnlich könnte man als Motto über das Leben von John Larkin alias Scatman John setzen. Der war ja bekanntlich Stotterer und hatte mit dem Singen oder Scatten das Stottern überwunden. Eigentlich war der Scatman Barpianist, ist als solcher 1990 nach Berlin gekommen, um dann an einem Tag mit einem Produzenten den Song aufzunehmen, der ihn berühmt gemacht hat. Viele werden es nicht wissen, aber es ist so, Scatman John gibt es nicht, weil er nämlich Ende 1999 gestorben ist. Rest in peace. Hier ist sein Vermächtnis, Scatman John mit Scatman. Okidoki, Coverversionen hat es immer schon gegeben, aber noch nie so viele wie im Moment. 1995 zum Beispiel, da hat sich alle Welt noch aufgeregt, weil Coolio aus Pastime Paradise von Stevie Wonder seinen Hit Gangsta's Paradise gebastelt hat, ohne dass das jetzt großartig von Coolio thematisiert worden wäre. Der Song stammte aus dem Soundtrack zu Dangerous Minds mit Michelle Pfeiffer und war der größte Hit von Coolio, der hier übrigens später vor Gericht stand, weil er in einer Boutique eine Jacke hatte mitgehen lassen, angeblich. Hier ist da Mr. Coolio mit Gangsta's Paradise. Dirty, dirty, dirty Music war das. 20 Fingers hatten zwei Hits mit Short Dick Man und You gotta lick it before you stick it. You gotta make it extra hot and so we can kick it. Ich glaube, der Text war ein bisschen falsch. Egal. Wir kommen zu einem Künstler, der da schon vergleichsweise subtil mit dem Thema Sex und primäre Geschlechtsteile umgeht. Shaggy, der wäre ja auch beinahe in der Versenkung verschwunden, wenn er nicht 2001 mit Angel und It Wasn't Me ein super, mega Comeback hingelegt hätte. Vorher hatte ihn nämlich seine Plattenfirma rausgeschmissen, weil sich Hits wie Oh Carolina, Jumbalova, Oh Carolina, Jumbalova und Mr. Bombastic Ende der 90er nicht wiederholen ließen. Später haben sie sich wahrscheinlich ein Loch in den Bauch geärgert. Damn. Hier ist der Mann, der Dancehall den Weg in die Charts geebnet hat. Mr. Lover Lover und Shaggy, no doubt, Bill Bomberclats. Wenn ich es mir recht überlege, dann haben das Modul schon 1995 das 80er und das NDW Revival vorweggenommen. Da haben Jasmin und Dirk aus Deutschland Computerliebe von Paso Doble aus dem Jahre 1986.